Hallo, grüß dich. Hallo. Herzlich willkommen, Softwareentwickler, Chefsoftwareentwickler und CEO von der GMP Soft GmbH. Hallo, grüß dich. Heute mal das Thema Lead-Generierung, also Lead-Gewinnung B2B für IT-Dienstleister und da insbesondere für IT-Dienstleister, die individuelle Softwareentwicklung anbieten, sprich letztendlich die sich jetzt nicht auf irgendeinen Hersteller spezialisiert haben, also SAP, Microsoft, Oracle, Adobe, Salesforce oder sonstiges. Da gibt es ja auch unzählige. Die schwimmen ja mehr oder weniger so im Vertriebsfunnel oder in so einem verlängerten Arm der des jeweiligen Softwareherstellers mit. Ja? Wenn du jetzt individuelle, also was man so individuelle Softwareentwicklung betreibst, das ist nicht also herstellerunabhängig, dann bist du da ja irgendwo dazwischen. Und hast unter Umständen, lässt sich vermuten, auch nochmal andere Ansprüche an der Lead-Gewinnung, also an der Lead-Generierung bzw. Neukundenakquise, Neukundengewinnung, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, okay, also entweder ich baue mir intern Ressourcen auf, will mir dann ein Team aufbauen oder ich hole mir dann einen Vertriebler, der da Erfahrung hat, etc. pp. Und oder, beides ist möglich, ne, in Kombination. Oder ich gebe das Ganze generell nach außen ab. Ich suche mir da eben eine Telesales-Agentur, Telemarketing-Agentur oder einen externen Handelsvertreter, Vertriebler. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Agentur eher mehr Richtung Online-Marketing-Agentur, eher mehr Richtung Vertriebsagentur, Oldschool, Telesales, wie ich schon erwähnt habe, Agentur und so weiter und so fort. Du jetzt als Chef einer Firma, die sich auf Softwareentwicklung spezialisiert hat, individuelle Softwareentwicklung. Das ist jetzt mal die allererste Frage, die interessanteste Frage auch für alle anderen da draußen. Wie sieht dein ideales Lead aus? Also, du hast jetzt mal einfach freie Fahrt und du darfst jetzt mal sozusagen die ideale Opportunity für dich mal zusammenbauen. Welche Kriterien muss das erfüllen? Größe, Branche, Nische und so weiter, technische Voraussetzungen, Eigenheiten des potenziellen Kunden, egal in welcher Hinsicht. Also du darfst jetzt mal dein optimales Lead zusammenbauen. Ja, also der optimale Lead hat erstmal schon mal ein grundsätzliches Interesse und ein grundsätzliches Budget auch irgendwo zur Verfügung. Also das ist, glaube ich, so mit der, das ist halt schon mal mit der Hauptpunkt. Der nächste Punkt ist, dass er eine gewisse Affinität schon mitbringt. Also er muss jetzt nicht das technische Know-how haben, aber wenn er es nicht hat, das technische Know-how, dann sollte er dafür offen sein. Also was halt ein bisschen schwierig ist, sind Kunden, die jetzt in die Digitalisierung gezwungen werden und da eigentlich überhaupt keine Lust drauf haben und für die, die Softwareentwicklung eh nur das notwendige Übel letztendlich ist. Also da, das ist halt so zum Zusammenarbeiten, ist es jetzt nicht so spaßig. Ich meine, wir sind Softwareentwickler geworden, weil wir glauben, dass wir damit halt auch ein bisschen was bewegen können und ein bisschen was voranbringen können. Und dann haben wir halt auch gerne Kunden, die gerne was vorangebracht hätten. Also die dürfen euch... Kurz Zwischenfrage stellen. Ja. Wie ist es möglich, dass da jemand zur Digitalisierung gezwungen wird? Wie kann man das konkret verstehen? Naja, ich habe so das Bild von einem so alteingesessenen, irgendwie so kleineren Mittelständler im Kopf, dem halt die Konkurrenz jetzt mit der Digitalisierung davonläuft und die jetzt halt auf dem Trichter sind, sie müssen jetzt da auch was machen. Denen dann vielleicht noch ein Berater gesagt hat, macht halt mal eine Digitalisierung. Also das ist... Ja, okay. Aber ist es nicht genau das, was du eigentlich haben willst, dass jemand jetzt wirklich Druck hat und sozusagen im Aufholmodus ist? Oder wie ist das zu verstehen? Also dass jetzt wirklich einer sagt, oh mein Gott, ich habe das Ding jetzt irgendwie 10 Jahre verschlafen, also übertrieben gesagt, und jetzt brennt mir der Arsch oder Hintern. Auf gut Deutsch gesagt. Jein, also das ist halt so eine zweischneidige Sache, weil der hat es ja nicht aus er hat es ja aus gutem Grund verschlafen. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie verschlafen hat, weil ihm keiner vorher gesagt hat, dass die Digitalisierung wichtig ist, sondern er hat es verschlafen, weil er Digitalisierung nicht als wichtig erachtet und da wahrscheinlich, also ich global aufs Unternehmen betrachtet, da halt irgendwie nicht die Affinität dazu da ist. Das meinte ich. Also man muss jetzt keine Erfahrung in der Digitalisierung haben.
Man muss halt aber eine gewisse Offenheit dafür haben. Also wenn man in die Digitalisierung reingeht im Sinne von, wir machen jetzt also es gab ja vor einer Weile diese Welle mit den Apps, wo jeder auf dem iOS und auf dem Android Store eine App gebraucht hat, weil halt die Marketingleute denen erzählt haben, ihr braucht eine App. Da ist halt relativ wenig, sag ich mal, wirklich an Substanz entstanden. Da sind halt x Apps entstanden, die irgendwie so alle das Gleiche gemacht haben, irgendwie so Info-Apps, aber die eigentlich keinen Kundennutzen gebracht haben. Und du hast mich nach dem idealen Lead gefragt und der ideale Lead hat da schon ein bisschen mehr vor, als nur einfach das zu machen, was jetzt halt irgendwie gerade gemacht werden muss, sondern der sieht halt da auch gewisse Potenziale und ist auch da offen in die Diskussion dafür einzusteigen. Okay. Also jemand, der auch vorausdenkt, ein Kunde, der vorausdenkt oder vorausdenkend handelt, beziehungsweise der mehr oder weniger schon mitten in der Digitalisierungsstrom mit drin ist und du sozusagen dort noch deinen Mehrwert dann mit einbringen kannst, oder? Naja, das muss auch gar nicht sein. Also wie gesagt, es kann auch jemand sein, der am Anfang von der Digitalisierung, kann auch sein, dass, sag ich mal, keine Ahnung, Firmenübergabe an die junge Generation und die sehen jetzt halt einfach mehr den Nutzen und die Alten wollten das zum Beispiel nicht so haben. Die haben dann halt den entsprechenden Druck für die Digitalisierung, aber die haben dann wahrscheinlich auch eine andere Herangehensweise und eine gewisse Offenheit. Also was ich jetzt, also wie gesagt, du hast nach dem Idealkunden gefragt, wo ich jetzt halt eher weniger Spaß dran hätte, ist, wenn jemand, sagen wir mal, sagt, jetzt müssen wir halt digitalisieren, aber wir machen das halt auf absoluter Sparflamme und nur das absolut Nötigste mit dem absolut kleinsten Budget, was möglich ist, weil das ist halt dann immer so ein Kampf und es kommt halt nichts Gutes dabei rum, weil dann sparst du am falschen Ende, dann machst du halt Abstriche und nachher wird dir praktisch vorgehalten, warum du mit dem zu kleinen Budget einfach nicht das erreicht hast, was eigentlich erreichbar gewesen wäre. Okay, also wir sind jetzt sozusagen wieder am kleinen Kreis gedreht und sind wieder beim Budget gelandet. Klar, ohne Budget geht gar nichts, ist logisch. Ne? Was gibt's noch für Kriterien, die du sozusagen, wenn du deinen idealen Kunden oder zumindest mal die idealen Lead beschreiben wollen würdest? Na, wie gesagt, also so ein bisschen Volumen für das Vorhaben wäre halt schon auch interessant. Es ist halt, ja, man muss halt schauen, wenn du halt ein vernünftiges Projekt aufsetzen willst, wenn du da auch deine eigenen Mitarbeiter dann mit reinbringen willst, weil das halt dann einfach von der Skalierung her und von der Effizienz her Sinn macht, dann bist du halt schon bei einem, sagen wir mal, schon mindestens mittleren fünfstelligen Budget. Wenn es halt drunter ist, kann man auch noch schauen, oder so als Einstiegsprojekt eignet sich das dann wahrscheinlich auch, wenn es ein bisschen kleiner ist. Aber es ist halt dann so ein bisschen schwieriger zu handeln einfach. Wie gesagt, es geht ja um das Idealbild und da ist natürlich, wenn du dann sagen kannst, okay, ich bin jetzt da mit zwei Leuten mindestens ein halbes Jahr beschäftigt, ist das halt gleich ein ganz anderes Arbeiten, als wenn man da wirklich so wochenweise dann rumschnipseln muss, weil da hat man dann auch wenig Flexibilität letztendlich. Okay. Bezüglich der Unternehmensgröße, das hängt ja damit auch wahrscheinlich zusammen, aber nicht immer, ne? Also es gibt auch bei großen konzernartigen Strukturen und so weiter manchmal auch Budgetmangel, ne? Also das hängt nicht immer nur damit zusammen. Aber was wäre so die ideale Unternehmensgröße und was wäre so die ideale Branche für, oder deine Vorlieben, oder gibt es dann oder 2, 3, 4 verschiedene, wo du sagst, okay, das wäre eine Branche, das wäre ideal für mich aus so und so diesen jenen Gründen, oder siehst du generell auch viel Potenzial? Naja, da habe ich jetzt nicht so die Präferenzen. Ich würde halt aber sagen, so ein erfolgreicher Mittelständler ist halt irgendwie so ideal, also so ab 50, 100 Mitarbeiter ungefähr. Wenn es dann zu groß wird, dann wird es dann von den Prozessen her zum Teil auch schon und von dem, von dem ganzen Prozess-Overhead, Kommunikations-Overhead, dann wird es da dann auch schon wieder ein bisschen anstrengend. Haben wir auch schon gemacht, haben wir auch schon ausdiskutiert, also kann man schon machen, aber so vom Idealbild her sind halt, also wir sind halt irgendwie ein Unternehmen, wir wollen halt da irgendwas, wollen halt da was voranbringen und das ist, also trifft halt auf alle von den Mitarbeitern zu. Also da geht's dann, haben wir jetzt niemanden, der sich irgendwie so einen Spaß dran hat, irgendwie ewig lange die Verhandlungen zu führen, sondern die Leute wollen halt letztendlich was umsetzen.
Und das geht halt am besten, wenn du halt effizient bist und wenn du halt dich schnell einig bist und dann wenig Overhead in die Kommunikation drauf geht. Da sind alle dann, denke ich mal, da geht es dann schneller voran und dann hat auch der Kunde mehr davon, wenn er halt praktisch noch motivierte Mitarbeiter letztendlich hat. Also könnte man auch sagen, dass dich zum Beispiel ein Kunde motiviert oder das auch in deinem idealen Zielgruppenspektrum mit reinpasst. Ein Kunde, der nicht ganz so groß ist, der auch schnelle Umsetzung vorantreibt, jetzt nicht ewig rumverhandelt, sondern einfach vorangeht, Dinge in die Hand nimmt, umsetzt und auch gleichzeitig letztendlich du ergebnisorientiert auch was bewirkt, sagtest du ja, und dich dann letztendlich auch in den Ergebnissen mit dran teilhaben lässt, als im Vergleich zum Beispiel bei riesengroßen Projekten, wo man einfach entwickelt, aber nie so wirklich keine Teilhabe hat an irgendwelchen Ergebnissen oder Milestones, sondern man sieht eigentlich nie so richtig, was hat man jetzt, wo hat man jetzt dran mitgewirkt, oder? Spielt das auch eine Rolle bei dir? Ja, ist halt immer eine Motivationsfrage. Also wie gesagt, bei uns, wir haben halt schon einen starken Fokus drauf, dass die Leute halt irgendwie eine vernünftige Qualifikation haben, dass die halt auch selber recht viel wuppen können und selber auch entscheiden können. Und wenn du halt die dann eher so reinschiebst, wo sie dann als kleines Rädchen irgendwie einfach 9-to-5 sich drehen sollen und Hauptsache es läuft möglichst geölt und sie tun einfach nur ihren Job, das ist nicht so, also da könnte man mehr aus den Leuten rausholen und mit der Zeit wollen die Leute dann auch irgendwie mehr liefern. Das kann man schon mal eine Zeit lang machen, kannst schon ein Projekt auch irgendwie machen, haben wir auch schon gemacht, habe ich auch schon gemacht, also sind wir schon dabei, aber es ist halt irgendwie so nicht so das, wo wir sagen, okay, das ist dann so eine Dauerlösung, weil es irgendwann den Leuten dann halt ein bisschen fad wird. Also da ist halt dann irgendwann schon der Wunsch da, dass man halt auch ein bisschen mehr bewirken kann. Also ja, da ist schon der Drive da und den muss man halt dann letztendlich auch ausnutzen. Sonst, also musst du dir halt so ein bisschen vorstellen, wie so ein Husky, den du sonst in der Wohnung irgendwie einsperrst. Der haut dann ja auch alles klar. Also dieser Sinn und Purpose, ne? Also sozusagen auch den Entwicklern, dass ein Entwickler auch sieht, die Sinnhaftigkeit der Arbeit, der Tätigkeit. Siehst du da auch eine Korrelation zu, sagen wir mal, so dem Durchschnittsentwickler, der halt einfach per Wasserfallprinzip seine Aufgabe erledigt, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag und so weiter, und so mehr oder weniger den leicht überdurchschnittlichen begabten Entwickler, siehst du da eine Korrelation, dass die dann auch zunehmend oder auch wesentlich mehr noch dann motiviert sind in eben Projekten und dergleichen, wo man dann auch diese Purpose, also diese Sinnhaftigkeit, wofür wir das machen und die Zielorientierung und das alles noch viel, eine viel größere Rolle spielt, eher bei den noch talentierteren und begabteren Entwicklern. Würdest du sagen, das ist eine Korrelation? Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Eine Korrelation wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt eine Kausalität gibt. Also es bewirkt sich wahrscheinlich auch so ein Stück weit selber. Also viele von den Entwicklern, die eher so in so einem Rädchenmodus, sage ich mal, sind, sind da auch nicht unbedingt freiwillig und sind da auch nicht unbedingt glücklich. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, nur weil jemand das eben so macht, dass der jetzt irgendwie ein schlechterer Entwickler ist. Also überhaupt nicht. Die meisten haben da, glaube ich, schon sogar auch den Drive, da irgendwie mehr zu machen. Ist ja eher die Frage, wie leidensfähig sind sie, da in dem Ding dazu drin zu bleiben. Also ist dann eher fast irgendwie so eine Management-Sache, ob man es. Also zumindest teilweise kommt es mir auch so vor, dass in diesen richtig großen Projekten, wo richtig viele Leute richtig ähnlich gelagerte Aufgabenstellungen machen, da so ein bisschen das Ganze falsch aufgesetzt ist. Okay, sehr interessanter Blickwinkel. Ich habe auch schon mit vielen gesprochen, die einfach jahrelang auch so mehr oder weniger immer das Gleiche machen und dann doch sich einfach auch ein bisschen unterfordert fühlen. Also so nach dem Motto, wenn ich jeden Tag 10 Liegestützen mache, wie ist dann zu erwarten, dass ich jemals 20 mache, wenn ich einfach nie mehr mache oder einfach nie mehr aufgetragen bekomme als wie 10 Liegestütze? Ja? Also wenn mich auch niemand irgendwie dann challenged in meiner Rolle da als Entwickler und einfach mal sagt, jetzt versuch doch mal den 11. und den 12. Liegestütz, dann werde ich auch nie die 20 machen letztendlich. Ne? Also kann man das so auch ein bisschen vergleichen oder? Und viele merken es mehr, manche weniger, manche mehr.
Aber dann früher oder später, manchmal auch dauert es ein paar Jahre, sammeln dann auch ihre Erfahrungen und dann irgendwann verdienen teilweise 10.000, 15.000 Euro im Monat oder sowas. Also können sehr gut ihre Familie ernähren, aber haben halt irgendwie so, ja, die Sinnhaftigkeit, also fast schon void, würden die Engländer sagen, so eine Leere. Also irgendwie sind einfach, spüren halt keine Motivation einfach mehr, ne? Also teilweise. Würdest du das so, oder? Ja, ich denke mal, das wäre so eine klassische Indikation, dass es in die Richtung geht. Also weil irgendwann weiß der Entwickler halt, okay, ich kann das und ich kann es auch noch ein zweites Mal und beim dritten oder vierten Mal, da ist halt dann auch irgendwie der Lerneffekt raus, da ist dann die Challenge raus und dann, was du nicht willst, ist irgendwie ein Entwickler, der sich da irgendwie in seinem Job langweilt, da kommen sie auf dumme Gedanken. Ja. Ja, okay, cool. Danke dafür. Und wenn auch du interessiert bist an sehr gute Leads, die ganz ähnlich sind, beziehungsweise Herausforderungen, Sinnhaftigkeit und dergleichen, dann melde dich einfach bei mir und hier unten findest du die Links und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ja.